Willkommen bei Metro Exodus, dem zweiten DLC. Wir haben eben schon mal einen Testlauf gemacht, der ging vollkommen in die Hose. Ich habe am Spiel noch mal ein bisschen was rumgestellt. Es müsste also jetzt eigentlich funktionieren. Vorhin hat es gar nicht funktioniert. Es war unter aller Kanone. Definitiv, definitiv. Aber wir gehen jetzt hier noch mal ins nächste Kapitel. Und zwar in Sam's Story. Bis gleich. Die Trennung von meinen Freunden war schwierig. Für sie bedeutete der Tod des Obersts allerdings das Ende ihrer Reise und den Beginn eines neuen Lebens am Ufer des Baikalsees. Für mich war der Verlust eher eine Schwelle zwischen dem Orden und meinem eigenen Leben, zwischen Pflicht und meinem Traum, Dad wiederzusehen. Und wie schon Artyom zuvor, habe ich beschlossen, meinen wilden Traum zu verfolgen. Unterwegs hatte ich manchmal das Gefühl, dass die Bäume, Ruinen und schiefen Strommasten, die hinter mir verschwanden, nur ein endloser Film waren, der auf die zerrissene Leinwand vor mir projiziert wurde. Ein einsamer Kinobesucher in der Nacht. Und doch brachte die leblos aufgehende Sonne an jedem Morgen eine neue Szenerie zum Vorschein, was mich sicher machte, dass ich mich tatsächlich dem Pazifik näherte. Einen Schritt nach dem anderen, langsam aber sicher, trotz aller Hindernisse im Weg. Eines Tages werde ich, im Lehnstuhl auf der Veranda meines Dads sitzend, versucht sein, ein Buch über diese Reise zu schreiben. Eines Tages. Aber nicht hier. Nicht jetzt. Ich sehe die Stadt, die mein Sprungbrett für den Sprung über das Meer sein wird. Ich rieche das Salz in der Luft. Wenn auch nur die geringste Chance besteht, nach Hause zu kommen, dann werde ich sie hier finden. Privet, Vladivostok. So, da wollen wir noch mal gucken, wie es hier weitergeht mit dem ganzen Geschichtchen. Ja, ist zwar immer nicht so schön flüssig wie vorhin, aber ist auf alle Fälle schon ganz gut. Eben gab es eine Info, fällt mir gerade eben ein. Ich glaube, ich muss mal hier auf das Blatt gucken. Ah, geradeaus wollen wir. Finde ein Transportmittel. Finde einen Weg in die USA. Gut. Wenn ich nach Hause kommen will, brauche ich ein Schiff. In den Not frisst der Teufel fliegen. Also muss alles reichen, was auch nur ansatzweise eine Chance bietet, mich dorthin zu bringen. Das Problem ist, dass es in dieser Gegend nicht allzu viele aktive Schiffsverbindungen zu geben scheint. Guck mal schnell in den Rucksack rein. Medipack keins. Oh, was will denn die Waffe? Haben wir doch schon alles. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Doppelläufiger, jawohl. Wir sollen hier immer wieder die Taschenlampe verwenden. Für was?
Der Herr. Vielen Dank. Du saßt auf einer Flasche. Jetzt habe ich gedacht, ich könnte das umgehen, dass es nicht ganz so laut ist. Denkst du? Haus gehen wir auf alle Fälle nochmal rein. Was wir vorhin nicht gemacht haben. Wir sind vorhin nicht hier runtergelaufen. Vielleicht verändern wir so die Geschichte. Wer weiß. Psst. Verschwindet, ihr Idioten! Wow! Ich muss ja doch hin. Schießt auf die Beine, falls nötig. Ich warne euch, nächstes Mal schieße ich gezielt. Wir schleichen jetzt mal da rein. Ah, war schon wieder fast zu laut. Komm mit erhobenen Händen raus. Was soll ich sonst noch machen? Das war es wohl. Ich bin nicht gierig. Keine Sorge, wir werden dich nicht umbringen. Die Nummer 1 will dich lebendig. Und woher weißt du, was er will? Ich hab meine Quellen. Und du hör auf, meine Zeit zu vergeuden und komm raus. Zeig dich, damit ich... Jungs, der Mistkerl hat Hilfe. Passt gut auf. Ich glaube, wir haben alle. Danke für die Hilfe. Komm hier hoch und lass uns reden. Also gut. Tatsächlich. Diesmal machen wir es richtig. Wir zerlegen die Waffen. Damit wir Munition haben und allem drum und dran. Das könnte man gerade noch mal gucken. Nein, Quatsch. Wie Inventar und das lange festhalten. Da ist wohl nicht viel zu machen im Moment. Warte mal. Tab. Tab ist es nicht. Ich suche noch eine ganz bestimmte Befehlsverschiedenes. Schnelles Speichern F5, Fotomodus F8. Inventar, Rucksack, Atemschutzmaske G, Filter wechseln T, Licht F, Feuerzeug, Journal M, Medipack, Nachtsicht, Zeit. Zeit? 8.16 Uhr. Alles klar. Und hier ist nichts Besonderes drauf. Gut. Haha, ist doch was drin gewesen. Was? Da war noch was? Ja. Da war sogar noch was. Dann sind wir vorhin überall dran vorbeigelatscht. Aber diesmal nicht. Diesmal passen wir besser auf. Gehen wir mal die Leiter hoch. Hab dich, du Mistkerl! Was zum Teufel? Du Mistkerl! Du!
einem Ausflug. Hey, nimm die Waffe runter. Hey, schön ruhig. Ich hab dir geholfen. Runter damit, sofort. Okay, ich will keinen Ärger. Ich suche ein Schiff, das mich nach Hause bringt. Kennst du welche? Wir haben hier nur ein Schiff und es ist ein echter Hingucker. Komm, ich zeige es dir. Geh du mal. Guck mir das erstmal an hier oben. Schön vorsichtig. Hier geht's tief runter. Du willst dich diesen armen Schweinen doch nicht anschließen. Sie verfolgen mich ständig, wollen dem Kater einen Gefallen tun. Immerhin wollen sie mich lebendig. Nimm dein Fernglas, von hier aus kannst du es perfekt sehen. Es ist gleich dort drüben. Ich hab's auch nicht gefunden, okay, das Schiff. Okay, wow, ein U-Boot. Es ist ein U-Boot. Es ist verdammt riesig. Schickes Heimfahrticket. Dein Zuhause, wo ist das eigentlich? Dein Akzent kommt mir vertraut vor. San Diego. Verdammt, noch ein Amerikaner. Im Ernst? Das kann doch kein Zufall sein. Noch ein Amerikaner? Dann du. Offenbar weißt du wirklich nichts. Erzähl ich dir später. Dann mach mal. Wir müssen abhauen. Was zur Hölle ist das? Das Fledermonster. Schnell weg von hier, bevor es uns erwischt. Mir nach. So. Jetzt sind wir wieder an einer Stelle, wo wir vorhin schon hängen geblieben sind. Wo wir nicht weitergekommen sind. Warum auch immer. Und es leckt immer noch wie die Hölle an der Stelle. Ich hab schon gedacht, es wird besser, aber es wurde ein bisschen. Ja, es ist ein bisschen besser, aber nicht viel. So. Wir können hier nicht hochhüpfen oder sonst was. Aua, 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 aua. Ja, gut jetzt. Wir können auch nicht hier runterhüpfen. Au! Wir haben also so zu sehen echt ein Problem hier an dieser Ecke. Au! Scheiße, 11 Munition nur noch. Okay, ich nehme mal die Schrot. Oh, da ist auch nicht viel mehr drin. Kommt der nochmal wieder? Scheint so. Ja, da ist er. Komm her. So weit weg schieße ich nicht. Das ist doof. Au. Runter. Ja, das funktioniert anscheinend. Jetzt wissen wir auch, wie wir runterkommen. Wir haben uns halbwegs das Bein gebrochen oder so. Warte mal, gerade auf.
Okay, wir haben mehrere Fragezeichen und da drüben müssen wir hin, wo das Boot ist. Drehen wir rum. Irgendwas Besonderes? Nein. Waffen haben wir keine mehr. Rucksack. Rucksack. Aber auch nicht mehr. Wir haben nichts mehr. Wir haben Medikit. Oh! Der will nur spielen, ja. Oh, scheiße. Ich sehe schon kommen. Wir machen Blub. Okay, wir machen Blub. Da kommen wir auch nicht hoch. Die Frösche. Cool. Na, Froschi? Okay, da ist wirklich nichts. Gott, was ist mir hier? Entschuldige. Ich glaube, ich habe gerade einen Frosch zertreten. Das war keine Absicht. Ich bin rückwärts gelaufen. Hat's Platsch gemacht. Okay. Okay. Da müssen wir wirklich aufpassen bei sowas. Wir versuchen jetzt keinen Frosch zu zertreten. Das ist schlechtes Karma. Was? Ew. Warum ist noch so ein Vieh? Kann ich nicht boxen? Nee, auch nicht. Okay, da geht's eh nicht weiter. Wir haben einen Bug entdeckt. Hier hat der Entwickler wieder gepennt. Können wieder unter die Treppe gucken. Nee, nee. Diesmal nicht. Ich habe immerhin eine Taschenlampe dabei.
Können wir da lang? Können wir da rein? Geht. Geht nicht. Doch, geht. Was verpasst? Hab ich. Hände hoch! Au! Kommt doch her, Mistkerle! Kommt! Und nehmt das! Du kommst jetzt mit uns! Nach den Leben! Nehmt das! Hau! Fahr zur Hölle! Und unten bleiben! Ich werde euch alle umlegen! Du Mistkerl! Wie er eben gesagt hat, einfach nö! Verpiss dich! Au! Stirb einfach! Hau einfach Jetzt bist du gar nicht mehr so hart. Doch, ist er. Oh, verdammt, verdammt. Autsch. Das gibt eine Platzwunde. Hast du den Fluchen gehört, als wir ihn hatten? Fickt euch, ihr Mistkerle. Ich bring euch um. Ganz sicher amerikanisch. Du willst amerikanisch erkennen, wenn du nicht mal gut Russisch kannst? Tja, vor dem Krieg habe ich oft amerikanische Filme geschaut. Vielleicht hat er die auch geschaut. Übrigens, er ist wach. Hey, woher kommst du, Kumpel? Aus Moskau. Sag, bist du kein Amerikaner, Kumpel? Nein, ich bin Boyata. Na gut, hast mich erwischt. Ich bin Amerikaner. Na, sag ich doch. Ohne Scheiß? Da. Kein Wunder, dass du uns solche Probleme bereitet hast. Ist halt nicht mein Tag. Nemoi den Segonia. Sieht ganz so aus. Naja, vielleicht änderst du deine Meinung noch. Hey Leute, wir haben einen Amerikaner erwischt. Wir sollten dem Kater Bericht erstatten. Was ist? Hier Bote. Schalt mich zum Kater durch. Ich hab Neuigkeiten. Ein Moment, der Sicherheit. In Ordnung, ich warte. Mach den Motor aus! Wir müssen warten! Da du schon sagst, es sei nicht dein Tag. Siehst du das doch? Ja, das sind Wolken. Wolken! Das ist ein Sturm, Kumpel. Ja, ein Sturm. Und hier sind Stürme keine normalen Stürme. Die können dir absolut den Tag verderben. Du kannst froh sein, dass wir dich eingesammelt haben. Gut, der Boss ist wieder auf der Brücke. Schnell durch. Verstanden. Gib Gas und fahr zum U-Boot. Und was hast du? Wir fahren zum U-Boot. Nee, er ließ sich von ein paar kleinen Schritten einschüchtern. Aber wir haben seinen Begleiter geschnappt. Und dieser Typ ist Amerikaner. Willst du mich verscheitern? Bitte, Boss. Er hat genau wie du geflucht. Reich das Funkgerät mal diesem Amerikaner, ja? Okay, wir
Lance Corporal Samuel Taylor, U.S. Marine Corps. Wow, einfach wow. Ja, ich kann es selbst kaum glauben. Hier. Er ist mein Gast, verstanden? Bring ihn hin, schnell. Ja, Boss. Na, ist das mal ein Volltreffer? Ach ja. Und wer wusste von Anfang an, dass er Amerikaner ist? Aha. Wow. Beeindruckend. Das gehört uns. Beeindruckend. Ja, da ist der Boss. Mit Schirm, Charme und Melone. Das ist er? Ja, das bin ich! Tja, Hallöchen! Warum bist du noch gefesselt? Ein Moment! Bitte, komm an Bord! Bring den Gast zur Landungsbrücke! Ja, Boss! Scheiße, jetzt ist der Kater sauer. Wir hätten das Seil abnehmen sollen. Dann hätten wir trotzdem einen Anschiss bekommen. Dem Kater kann man es einfach nicht recht machen. Ist nicht unser Tag. Tja, Eure Hoheit, wir sind da. Komm an Bord. Wir sind in der Nähe vom U-Boot. Kommt an Bord. Ja, so ist es definitiv. Ich weiß, ich habe die Musiklautstärke schon leiser gemacht. Ich mach's noch leiser, weil wir hören ja nichts. Mach mal die Stimmlautstärke lauter. Na du? Okay, es geht nur in die Richtung. Schon ein geiles Ding hier. Wow. USS 2036. Die Mayflower. Ja, ja, das ist mir schon klar. Ich muss die Musik noch leiser machen. Die ist ja unglaublich. Unglaublich ist das. Wahnsinn. Verdammt freue ich mich, dich zu sehen. Seit 23 Jahren habe ich keinen Amerikaner mehr getroffen. Ich heiße übrigens Tom. Freut mich auch, Tom. Gehört das Boot dir? Krieg ich ein Ticket? Du kriegst ein Ticket? Der war gut. Komm mit, lass uns reden. Also, sag mal, wo willst du denn hin? San Diego, nur hin. Kalifornien. Wahrlich, ein Himmel auf Erden. Natürlich abgesehen vom Verkehr in L.A., der war die Hölle. Hör mal, hilf mir kurz. Wie hieß euer Baseballteam nochmal? Padres. Richtig, unser Team hat oft gegen sie gespielt. Ich komme aus Seattle, weißt du? Mariners, falls weitere Prüfungen nötig sind. Nicht persönlich nehmen, Lance Corporal. Es sind harte Zeiten. Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser. Ganz genau. Nee.
1986. Übrigens, das ist Klim, meine rechte Hand. Achso, das ist Klim, deine rechte Hand. Ah, das, nein. Er ist hier für die Gewaltanwendung zuständig. Ach, er ist für die Gewaltanwendung zuständig, alles klar. Очень приятно, Клим. Klims Jungs hätten dich zu keinem besseren Zeitpunkt einladen können. Das Dock hält den Wind etwas ab, aber trotzdem, sieh dir das mal an. Ja, wäre ich draußen geblieben, dann wäre ich jetzt schon fast in Kansas. Nicht, dass ich dorthin wollte. Wo möchtest du denn hin? Nach Kansas. Obwohl, warte. Wie wäre es, wenn wir erst eine rauchen und uns deine Story anhören? Da sage ich nicht nein. Obwohl es eigentlich keine besondere Story gibt. Mittlerer Osten, Afghanistan, dann Moskau. Ich gehörte zur Wache der Botschaft. War zufällig in der Metro, als die Kacke am Dampfen war. Dort haben viele Leute überlebt. Und dann saßen wir 20 Jahre in den Tunneln fest und glaubten, wir seien die letzten Menschen auf der Welt. Warum? Jede Menge Störsender. Die Anführer wussten es, haben es aber verschwiegen. 20 Jahre lang? Aber warum? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Ein Freund von mir fand die Wahrheit raus. Und mit ihm auch unser ganzer Trupp. Wir mussten fliehen. Über den ganzen Kontinent. Wir hatten einen Zug. Am Baikalsee trennten wir uns. Ich ging weiter nach Osten, immer weiter, bis ich hierher kam. Wenn mein Dad noch lebt, könnte er noch immer auf meine Rückkehr warten. Er wäre jetzt über 70. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich verstehe. Also suchst du jemanden, der dich nach Hause bringt? Ja. Ja. Anders als damals fährt heute niemand mehr einfach so über den Pazifik. Aber ich kann dich in diesem U-Boot mitnehmen. Er könnte als kann, Tom. Das stimmt, Klim. Kann ich dir irgendwie helfen, Tom? Und wie bist du überhaupt an dieses U-Boot gekommen? Das ist eine lange Geschichte. Vielleicht reicht dir eine Kurzfassung? Tja, ich bin zwar in Eile, aber so sehr nun auch nicht. Richtig. Schließlich müssen wir ja was erfahren. In dem Fall fange ich mal ganz vorne an. Ach du Scheiße, 4 Stunden später. Übrigens, ich habe den Tennessee Sour Mash hier fast hinbekommen. Ist natürlich nicht ordentlich gealtert, aber der Grundgeschmack kommt hin. Trinkst du mit uns, Klim? Ich trinke meinen eigenen. Dieses feine Zeug ist nichts für mich, Tom. Das war nur der erste missglückte Versuch, weißt du. Aber wie du möchtest, natürlich.